Hallöchen. Mach dich doch nicht so. Wo ist denn Katharina? Ach, da. Bleib gerade weg. Ich möchte mal kurz bei deiner Ex gucken, was du so drin hast. Weil ich brauche nämlich gehärtetes Eisen ohne Ende. Um die Rüstung zu verbessern, die Schaden erhöht. Katharina, du Luftgehärtetes Eisen. dürftest beim Händler von Dark nie etwas kaufen. Nur mal so. Ich habe schon alles rausgekauft. Bei meinem wieder alles Wichtige. Jetzt ist das Bild natürlich für mich verzögert zum Party-Chat, ne? Ja. Doof. Doof, dass du nicht, dass du nicht Oder ich habe die dabei bist. Priorität jetzt. Nee, das geht ja nicht, das Muten. Achso, du guckst über die PlayStation. Ja, genau. Über einen PC oder sowas könnte man es nämlich auch einfach muten. Oder direkt über Twitch. Ich glaube, da ist am wenigsten Leck. Oder wie das heißt. Wir müssen dann nach unten gehen, richtig? Ja, ich habe die Twitch-App auf der PlayStation jetzt Ach so. aufgerufen. Auf der PlayStation. Okay. Ich dachte. Nein. Ganz runter. Runter, runter. Da kennt sich aus. Und das, obwohl er selbst noch nicht mal beim Endboss ist. Richtig gut einfach. Schließen. Ich muss den auch noch machen. Ich muss noch den Weltboss von Yesha und der Endboss. Ich wurde bei Nightmare nicht einmal getroffen. Ja, ich bin jedem Angriff ausgewichen. Ich habe nicht einen Punkt Schaden gekriegt von dem. Ist das ein Weltboss? Nightmare, das ist die zweite Phase vom Träumer. Also Albtraum. Es gibt eine Trophy für einen Weltboss, wenn man ohne Schaden den Weltboss besiegt, irgendwie. Eine Trophy. Ich weiß nicht, ob Bitte? das. Ich habe ja bei der ersten Phase Schaden gekriegt beim Träumer. So, da wären wir. Ward 16 ist das. 17. Hier 17. steht Ward 16 drauf. Hier, Ward 16. Wir Ist sind aber noch nicht in 17. 17. Ach so, Ja. nee, 17 war doch der Letos-Rüstung. Nee, es war Hier immer die oben Rede stand der Titelbildschirm, von du hast Station die 17 hier. 17 gerade. Bitte? Da oben stand gerade, now entering Ward 17. Ja, aber hier an den Wänden stand gerade Station 16. Hier unten steht Ward 17, Maintenance Access Okay, Restricted. also hier ist Ah, 16, okay. 17, 16 war oben. Ward 17. Und das ist im Turm drin. Nee. Die Gänge, ne, und die Räume sehen nicht aus wie nach dem Turm. Auch von den Dimensionen nicht irgendwie. Also, ich habe eine Schnipper am Anschlag. Gut, gut. Me too. Oh, ich komme nicht weg. Leute, ich komme nicht weg mit Kreis. Warum hat er einen gelben Marker? Gelben Marker? Ich komme nicht Wenn ich von auf den Kristall. Träumer ziele. Ich kann nicht aufstehen. Mein Bildschirm ist weiß. Achso. Ich. Moment. Wir können ihn auch einfach einmal über den Haufen schießen und wieder bewegen. Ich kann nicht Geht das aufstehen. könnte allerdings helfen. Während Geht aber nicht, ich er nimmt keinen am Schaden. Kristall sitze. Eventuell mit Explosivmunition. Ach du Scheiße. Katharina, geh mal da weg.
Nein, da passiert nichts. Ich nehme keinen Schaden. Ich habe ja keine Lebensleiste, solange ich am Kristall sitze. Oh, oh nein. Ich kann hier nichts. Ich kann hier nicht weg. Strom hängen oder so? Was? Wie schön. Ja, oder nein, so. Der Controller ist nicht leer. Der funktioniert. Weil wenn man auf den Träumer zieht, ist der Ring. Ach, jetzt. Ist das Zielvisier gelb. Jetzt. Grün und nicht. Oh, super. Nein, nicht nochmal hinsetzen. Doch, nochmal hinsetzen. Nein! Setz <Z-Z-Sin. lacht> Oh Gott. Aufstehen, ich kann nicht mehr! Ach jetzt, ich muss Optionen drücken. Ich muss Optionen drücken. Zum Aufstehen. Zieh mal auf den Träumer. Oh mein Gott. Der Cursor ist gelb. Die nur was? Warum? Wenn ihr auf den zielt, ja. Der ist gelb. Habe ich noch nie vorher gesehen, bei keinem anderen Objekt. Grün. Dann ziel mal auf Katharina oder auf ZZ. Da ist es grün. Grün. Aber gelb? Gelb. Okay. Gelb ist so dazwischen, ne? Ist die Ampel. Richtig. Ist die Ampel, ne? Gelb ist in der Mitte. Ach Quatsch. Oh. Lol. Ach so, ja, die Sequenz war ja. Haben wir ja schon. Sollte ihn natürlich auch treffen. Oh ja. Oh ja. Kann das sein, dass er stärker ist? Ich bin down. Nein, dich hat irgendwas Heftiges getroffen. Sorry Leute, ich bin down. Das geht ging sehr schnell. Doug? Wie geht's dir, Doug? Mir geht's gut. Ich hab bald 20% noch. Was los? Easy. Moment, das ist die erste Phase, ne? Ich hab ja. Noch. Ja, das geht mit von deiner Zeit ab jetzt. 10%. Ah. Ja. Im Zweifel mache ich das Ding solo. Ich habe noch 5%. 2%. 1%. Ich muss ausweichen. Down. Verkackt. Dude. Probier den. Schaff das. Nein, das ist, glaube ich, nicht Sinn und Zweck der Übung. Ja, lass dich umbringen. Ich glaube, das ist nicht, was wir wollten, ne? Doug? Genau jetzt, wo ich wiederbeleben wollte, ne? Ich bin im Portal. Ach so. Genau jetzt, als ich wiederbeleben wollte. Du könntest auch sterben, einfach. Ja. Der macht gar nicht so viel Schaden, wie ihr gesagt habt. Nein, der macht voll keinen Schaden. Die Explosionen tun mir voll nicht weh. Bei mir nicht. Ich sterb gleich. Echt jetzt? Du machst das alleine? Ja. Der ist doch nicht schwer. Der ist nicht schwer. Lass dich umbringen. Ja, das ist eine doofe Aktion gerade, echt. Ja. Aber ich finde, der ist nicht schwer. Du musst nur gegen Kugeln ausweichen. Das ist das Einzige, was an dem richtig gefährlich ist. Kugeln. Ja, gut. Wenn du denen ausgewichen bist, ist der einfach. Nur ich mache alleine nicht genug Schaden, um ihn so zu kriegen, dass er der Träumer offen liegt. Das ist mein Problem. Da fehlt mir der Damage-Output mit der Sniper, weil die zu langsam nachlädt. Deswegen, ihr dürft beim
zweimal nicht sterben. Halt. Das war aber auch nicht mehr lange für dich. Noch die Hälfte. Achtung! Wo ist er? Da ist er. Ich glaube, ich mache den Trash. Nein, 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 nein! Geh weg! Hat deinen Kopf, weil das ganz nicht weh. Nein. Da würde ich dem den Kopf losgeben, mit der richtig fetten Fahne treffen. Ach so. Die Kleinen sind wieder da. Ich glaube, ich hätte den anderen Phase. Auch alleine irgendwie tot gekriegt. Das hätte mir 100 Jahre gedauert. So. Wir schaffen das jetzt. Gemeinsam. Und ihr müsst diesen dicken Kugeln ausweichen. Weil ihr habt ja bei mir gesehen, das ist eigentlich ganz einfach. Es sei denn, man hat die langsame Ausweichrolle. Dann nicht. Weil ich habe eine mittlere Ausweichrolle. Gibt da sogar vier selbst Stufen. Ja, die ach, ist sehr schwer. Keine genau Muni. Weil ohne das Amulett oder die Ringe ist Letos Rüstung einfach nur Klumps. Ich brauche ein bisschen Muni. Oh, oh, oh. Portal suchen. Hier ist das Portal. Da ist das Portal. Wo sind die Gegner? Gibt da zwei. Sind die Gegner. Also dieser eine Typ hat gesagt, eine Minute soll man Schaden machen und dann raus. Bei mir sind keine Gegner. Sind alle hier? Ja, ich glaube, die Minute ist gleich rum, also solltet ihr den Ausgang suchen. Okay. Ich bin auf dem Weg. Bin raus. Oh, ich bin ja gleich tot. Oh, was? Da kommen auch Dicke? Ja. War bei mir auch so. Am Ende kommen Dicke, also wenn man lange genug drin ist. Schwarm. Schwarm, ja. Lebst du sie wieder? Ich lebe noch. Und dich daran, sonst wird der Schwarm nicht aktiviert. Ach so. Ah, ja. Ich muss rausgehen, ich muss sie wiederbeleben gerade. Ach du, das der Schwarm hat nur eine Reichweite von 20 Metern. Ach so, ja. Bin down. Drauf schießen. In der, da unten in der Mitte. Echten Welt. Also. Komm. Dankeschön. Schadensphase. Doch. Ich mache auch ein bisschen mehr Schaden. Jetzt nicht. Jetzt nicht mehr. Woran zu erkennen? Woran erkennt man das? Hm.
das Tier verhungert, Schatz. Auf nix. Raus? Ach, scheiße, ich bin raus. Okay, raus. Schwarm? Kommt. Ah. Ach so, nee, der Schwarm. Kann ich noch nicht, glaube ich. Doch. Doch? Nein. 1,1 Millionen. Das ist die Sniper. Das ist, wenn du auf den Träumer schießt, der in der Mitte hängt. Machst du so viel Schaden. Und mit dem Schwarm kriegt man ihn relativ gut auf und auch mit den Türmen. Ja. Ja, gleich. Ach, ich muss mich wieder heilen. Komm, schnell. Schnell. Ich habe ja auch noch ein Heilfeld, aber ich bin. Hier ist der Heilfeld hier hinten hin. Oh fuck! Schon wieder heile. Auch schon wieder down. Mann. Wo seid ihr? Ich bin raus. Da genau bei euch vor den Füßen. Dankeschön. Jetzt ist er offen. Nein, ist er nicht. Wer ist offen? Ja, ganz kurz. Ich hab auch keine. Belebst du sie wieder? Ich hab noch, kann noch zweimal. Oh ja, jetzt sind wir raus. Ja. Okay, der Gegner sind da hinten. Ein Eigenschaftspunkt. Ja. Heilfeld liegt hier. Oh, cool. Ich würde sagen, wir gehen aus. Was? Das Heilfeld in der anderen Dimension. Ich bin raus. Ja. Katharina, einmal Heilung. Ah, nein! Jetzt bin ich selber tot. Ah, Dark. Du bist wieder... der letzte Moikaner. Irgendwie dauert das länger hier. Einfach mal wieder das nett. Gott hier. Merci. Ich bin das dritte Mal schon gestorben. Aufschießen. Geht nicht mehr. War einfach mal der übelste Gott im Wiederbeleben hier. Ich weiß nicht. Ich finde Gott ist da irgendwie die falsche Vokabel. Wo sind die Gegner? Okay.
Bitte-Bereich kleiner? Weiß nicht, weiß nicht. Ich auch. Ja. Damage machen. Ja, irgendwie ist das mit dem schnellen Feuer überzeugender als beim Sniper, ne? Mhm. Ja, in dem Fall ja. Ja, aber ich mach den Schaden halt. Dann, wenn er offen ist. Nur ich hab keinen Schnellfeuer drin, ich hab einen Schrotflinte dabei als zweite Waffe. You see the problem. Und warum macht daher von zu ZZ eigentlich nicht sein Schwarm. Habe ich, aber ich war, glaube ich, zu weit weg. Du musst rangehen. Ja. Ja. Doch jetzt. Schwarm machen und rangehen. Ja. Komm, nee, das kann länger dauern. Das kann länger dauern, ne? Deswegen. Holt man sich am besten eine Tasse Kaffee? Ja, ich hab ja noch Kaffee. Ah, ich bin schon wieder tot gleich. Ich geh raus. Ich bin tot. Ja, schon wieder zum vierten Mal. Oh, krass. Tut mir leid. Boah, die Schrotflinte macht auf die Distanz aber auch guten Schaden. Da sind jetzt sogar Armbrustschützen drin gewesen. Ja. Überleg, ob man die Rüttelpflanze in der zweiten Ebene benutzen kann. Geht nicht mehr. Sonst muss ich gleich auch mal einen Schwarm reinpacken. Ich muss es mir dann erstmal holen. Oder Türme. Ja, oder die Türme. Mhm. Oder die Schädel müssten noch auch gehen, oder nicht? Nein, die Schädel funktionieren angeblich nicht. Katharina meinte, die werden sofort gekillt. Und wenn man die Türme gestellt hat, sollte man Abstand nehmen, damit er die nicht fokust. Ich hab noch vier. Ich stelle hier ein Heilfeld hin zusammen. Ah, super. Au. Ich sehe nix. Ja. Oh, ein Dicker. Ich glaube, wir sollten wieder gehen. Ich bin infiziert. Eigentlich ist der gerade mich nicht gefokust. ZZ, wie hoch ist eigentlich dein Scharfschützengewehr? 17, glaube ich. Oh, weil ja. Du müsstest ja auch die Abklingzeit vom... Sehr schön! Ja, super! Eisenstein! Bravo! Huh! Ich hatte auch hier was von 6. Eine... Ich habe ja auch übel viel Schaden gemacht. Riesenzahl. Ich bin gleich wieder da. Wer ist das? Also, soll ich das sein? Warum? Ja, das bist du. Das ist doch nicht meine Welt. Ach so. Hm. Ach so. Ich dachte, der Host müsste das sein.
War doch eigentlich ganz einfach. So, und jetzt müssen wir noch Dark seine Welt zu Ende spielen, ne? So, ja, cool, mache ich dann. Ja. So, unser kleines Raubtier. Ist das noch so stürmisch da oben? Oh. Ja. Oh Mann. Ja, vielleicht braucht sie Gewichte an den Beinen. So Tauchergewichte. Genau. Ja, stimmt. Ja. Ja, so Eisenstiefel. Letters Rüstung. Das müsste reichen. Auf wie viel bringst du denn deine Rüstung jetzt, ZZ? Bitte? Auf wie viel bringst du deine Rüstung denn jetzt, ZZ? Ich weiß nicht, ob ich überhaupt aufsteigen kann. Kann man mal schauen. Vorhin konnte ich nicht. Nach dem Boss bei mir hatte ich kein Material bekommen dafür. Ja, schön, dich wiederzusehen. Oder nicht genug. Ich kann schon wieder. Ich stecke schon wieder fest. Irgendwie ist das Menü verbuggt bei mir. Und jetzt kann ich nicht mehr raus aus dem Händler. Da habe ich aber eine Lösung für. Bitte? Und zwar? Wir erschießen dich. geh mal ein bisschen zur Seite, bitte. Ah. Ich stecke aber immer noch fest. Das hat nicht gereicht. Ja, ich bin immer noch im Menü. In dem Händlermenü. Ich kann aber nichts machen. Kann keine Funktionen wählen. Komm aber nicht raus. Ah, ich bin jetzt aber schon rot. Ich habe einen roten. Aber PlayStation-Taste drücken. Okay, jetzt bin ich raus. Oder so. Einfach gucken. Erschießen. Mal gucken, ob ich. Ah ja, ja, bin raus. Danke. Danke für. Zweifel erschießen. Ja, ich glaube, ich sollte raus aus dem Spiel hier, weil ich kann ja irgendwie nichts machen. Jetzt wäre erschossen. Wir müssen dann noch zu mir, ne? Ja. Bei mir, ja, genau. Dann join ich dir wieder, okay? Gehe ich ins. Oh, in mein Menü kann ich aber auch nichts machen. Ich kann mein Menü auch nicht benutzen. Dann muss Katharina dich wohl rauskicken. Und ich glaube, ich muss aus dem Spiel dann so aussteigen. Ich hab mal gerade mein Futter. Oh Mann. Beim ersten Mal ging es schneller, schreibt Woodwalker. Das stimmt, mit dem Boss. Ja. Ja, da war ich auch da. Oh, jetzt. Ah ja, Katharina hat mich rausgeschmissen. Gut. Okay, gut. Also jetzt kann ich aber auch im Menü etwas machen. Mal gucken, ob ich bei Dark reinkomme. Sag Bescheid, wenn du soweit bist, Dark. Ich muss mal auf Toilette. Aber so, da bin ich wieder. Gut. Guck ich mal. Bist du schon im Spiel, oder was? Kann man dir beitreten? Ja. Verbinde. Kein Problem. Kein Problem. Dafür sind wir da. Das ist auch nichts, was irgendwie laut ist beim Essen. Also das hört man eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich bin auf Toilette kurz. Tschüss.
Geil, jetzt habe ich schon zwei Orbs of Undoing. Oh nein, das war der letzte Kaffee. Oh no. Das ist schlecht. Und einer von euch geschmiedetes Eisen? Geschmiedetes? Ja, da habe ich gerade 644 bei meinem Händler drin. Nein, ich brauche gehärtetes. Davon habe ich gerade... Ich habe erstmal noch 3 Skillpunkte. Oh, meins Ei. Oh, geil. Erstmal den Fernkampfschaden noch weiter erhöhen. Und darf ich gehärtetes Eisen bei dir kaufen? Habe ich 27 und bei meinem Händler ist nichts drin. Okay, ja, nee, dann... Aber die brauche ich an sich nur noch, um meine Slayer-Rüstung zu verbessern. Ja, alles gut. Vielleicht finden wir... Weil das ist nämlich die Rüstung, die ich bei mir beim Boss dann verwenden will, die Slayer-Rüstung, weil 30% mehr Schaden klingt gut. Klingt sehr gut. Wie sieht's denn aus mit Blutung bei dem Boss? Keine Ahnung. Aber du hast ja gesehen, dass wir keine Statuseffekte kriegen. Und ich habe es noch nicht geschafft, ihm Statuseffekte zu verpassen. Weil der Schwarm, der macht ätzend. Der Schwarm macht ätzend. Und der hat keinen... Dark. Ja. Der Schwarm macht ätzend. Und der Boss hatte die ganze Zeit keinen Status. Also glaube ich nicht, dass blutend funktioniert. Hat ja geklappt. Ist. Na dann, geh mal an Kristall ran und guck mal. Set auch. Achso, stimmt. Shady, los. Kann ich erst sagen, wenn der restliche Spieler auch da ist? Ja, der Hund hat Aufmerksamkeit gebraucht. Kleiner hat ich kann rausgehen. Oh. Mit Kreis Moment, sogar. Die World Settings erst ändern, wieder auf Story. Wir waren nämlich noch im Abenteuermodus. Muss ich dafür am Kristall sein? Denn ich bin es nicht. Okay. Gehen nochmal weg vom Kristall. Dann wieder ran. Jetzt backt das hier aber derbe rum. Ja, bei mir. Alter. Alter. Wie sieht das gerade aus? Du hast dich gerade völlig gegen geportet. Ah ja, der Last Checkpoint war ja in dem Dungeon, wo ich so hart auf die Schnauze gekriegt habe. Oh nein. Oh, ja, egal. Was ist passiert? Ich benutze eben keine Mods. Aber meinen Ring möchte ich gerne benutzen. Und doch, ich möchte die Mods reinmachen. Also am Checkpoint müssen wir gleich nochmal an den Kristall gehen. Nachdem ich ein bisschen was gewechselt habe. Jo. Weil ich bin für den Träumer ausgerüstet und nicht für normal kämpfen. Was haben wir denn hier? Achso, oh. Ich räume schon mal hier ab. Moment. Ich muss noch meine Halskette ändern, weil ich mehr Cash kriege. Jetzt kann ich loslegen. Zement, bitte. Zement. Zement? Ja, Moment bitte, warten. Nein, er hat nur hier Sachen gehauen. Ja. 30 Sekunden. Wo ist denn die... Nachladegeschwindigkeit, die war doch irgendwo hier. Ach so, doch. 60 Sekunden. Ja. Schneller Finger, genau. Okay. Yes. Mit dem Löffel ein Stück Fleisch kaputt machen. Im Löffel ein Stück Fleisch kaputt zerlegen. Ja, dann komm mal mit deinem Löffelchen hier in der Welt klar. Das wird dir nicht helfen. Da brauchst du schon irgendwas Handfesteres. Ja. Nein, ich versuche ja gerade das Fleisch auf meinem Teller zu legen. Ich habe aber kein Messer.
Ich dachte, du wolltest einen Boss mit einem Löffel zerlegen. Ich auch. Ja, das wird ja auf jeden Fall gut gehen. Der ist ja schon der Erste. Aufgepasst und zugefasst. Tatschi. Achtung. Hallo? Oh nein. Wer hat mich den Feuer in Brand gesetzt? Der hier. Ja. Feuer schon wieder. Das ist der Feuerheim. Ich brenne. Er ist on fire. Ruhe im Karton. Ich trinke ein bisschen Kühlmittel. Kühlmittel, ob das gesund ist? Auf jeden Fall. In der Situation? Sicher, Kühlmittel ist immer gut. Kühlmittel habe ich gar nicht, scheiße. Wie ist das noch? Glykolwein, ne? Einen Moment. Was? Was? Zett, Glykolwein? Erinnerst du dich? Nein. Dieser Skandal irgendwie in den 80ern, wo massenweise glykolversetzter Wein im Umlauf war. Ach ja, Kühlmittel. Genau, Wein. Glykolwein. Ah ja. Hier ist ein Erfahrungspunkt. Sorry, ich musste kurz bei meiner Oma helfen wegen dem Fernseher. Trotzdem hast du eine Erfahrung. Ja, ich wollte. Ich auch. Nur weil der halt eben so AFK rumstand mitten im Kampf. Och. Das ist doch nicht schlimm. Die tun doch nicht. Die wollen doch nur spielen. Ja, die wollen nur kuscheln mit Pfeilen. Mit Messern. Oh, hi. Der hat mich letztes Mal getötet. Der hat mich das letzte Mal getötet, also. Du machst das schon. Jetzt tut's aber weh. Alter, warum macht er denn so einen Blutungsschaden? Da hinten. Überraschung für dich. Danke. Ich hab drauf geschossen. Unangenehm. Ich sag ja danke. Ja, der war ein bisschen unschöner. Der hat mich bei meinem Versuch hier nämlich auch gut auseinandergenommen. Habe ich hier irgendwas verkehrt gemacht? Wieso hat der so viel Schaden gemacht? Ach, das ist ein 20er-Spiel. Ja, ja, genau, es ist ein 20er-Spiel. Mhm. Und ich und bin schon auch sehen wir, dass es zwei... mit den drei Stufen Bullshit ist. Ja, zwei Einfach negativ habe ich. So steht zumindest im Wiki. Ja, das Wiki hat in diesem Fall... Einfach mal ich konnte es ja vorher nicht richtig testen. Ja, weil ich vorher ja nicht den Dicken gehabt habe. Dieses Versuchsaufbau ist so schmerzhaft irgendwie. Ja. Entschuldigung. Doch, alles gut. Was heißt das für euch? Ihr müsst stärker werden. Ja, das ist okay. Die machen Aua. Bei mir machen die gar nicht mal so viel Aua. Ja, und du hast die schwerere Rüstung an der Kiste. Wie sollten das funktionieren mit dem Räumer? Ihr dürft euch nicht treffen lassen. Das geht ja schon. Super. Aber ja, man kassiert wirklich viel Schaden hier. Von den kleinen Möppels hier schon. Das ist ja lächerlich, ey. Geht gar nicht. Ansonsten gebe ich euch das Zeug, dass ihr euer Rüstzeug wenigstens auf 19 bringen könnt. Ja, das ist... Oh Mann! Der ist extrem gut. Verbrennung. Wir haben einen Freund. Kommt wir haben einen Riesen. Und einen kurzen. Und ich bin tot. Einfach One-Hit. Ja. Ja, ich hatte aber auch nicht mehr so viel. Kann aber mit ein paar Headshots töten tatsächlich. Ja, du bist ja auch extrem stark. Ach, er kann mich aber auch mit ein paar Hits töten. Danke, Kumpel. Der hat mich nämlich auch einfach mit zwei Hits gerade fast getötet. Also der Kollege war unangenehm, eindeutig. Ja. Ja. Hattest du den überhaupt eingeladen? Wie konnte der denn joinen, ey? Ich verstehe das gar nicht.
Ja, was hast du für Gäste? Der hat sich voll reingehackt in die Lobby, ich sag's dir. Ist oben was Lilanes? Nö, aber eine Kiste. Ach man. Hattest du jetzt schon ein lila Item? Nein, ich glaube, soweit ich weiß, noch nicht. Heißt auf gut Deutsch, wir müssen das ganze scheiß Level absuchen. Waren wir nicht vorhin hier noch? Ja, aber wir haben ja nicht Lilanes gefunden. Nee, aber so ein Lebensstein-Dings. Für die Saatmutter, war das nicht hier? Nein, das war nicht in dem hier. Das war auch auf der Welt, aber nicht in dem Dungeon. Waren wir in der Hütte da drüben schon? Der da? Hier sieht alles abgelaufen aus. Vor allem sieht es alles gleich aus. Nee, auf der Map sieht es abgelaufen aus. Ja, das stimmt. Ich kann schon wieder sonst wohin. Oder? Nee, doch nicht. Nee, ich glaube, das ist die richtige Richtung. Ups. Ich habe das lila Item entdeckt. Was ist es hier? Fein. Hässliches Monster. Sturmamulett. Ich hab Altmetall bekommen. Aua. Oh Gott, großer. Weg. Rückzug. Da will ich nicht lang laufen. Ja, natürlich, der muss noch sterben. Wo seid ihr denn? Ach, da seid ihr. Jetzt blute für mich. Da ist immer noch der Armbrustschützer, an dem bist du gerade vorbeigerannt. Dein Ernst? Ich will nicht sterben, nicht schon wieder, nein. Wo ist Fatty McFatfat? Ah Mann! Leute! Ein bisschen Muni brauche ich auch. Oh, Entschuldige. Du warst das, glaube ich, gar nicht. Nein, ich habe ja bis jetzt noch nicht wirklich Muni aufgehoben. Nein? Ein? Ach nee, dann war es doch Sven. Stimmt, ja. Sven, der Schreckliche. Nee. Hey, bitte. Ach ja. Hier ist der Ausgang von dem Dungeon. Und der Boss. Nein. Ja. Wenn das der Wolf ist, wollen wir dann das Glockenrätsel machen? Auf jeden Fall. Kannst du das mal kurz aufrufen, dass du vorbereitet bist? Ich lieber Glockenrätsel. Gerade kalt. Ist in der Mikrowellen warm. Achso, okay. Weil ich habe hier keine Möglichkeit, auf die Wiki zuzugreifen. Gott, nicht wirklich. Mach also. Mit meinem Handy ist das blöd. Ich habe ein uraltes Handy. Wartet ihr auf mich? Du eigentlich von Anno dazu mal. Noch älter. Älter als Anno dazu mal, Alter. Ja, das ist richtig. Tut mir leid. Richtig, gar nicht so schön. Ja, vor allem ist das total blöd, dass man das Material runterbrechen kann, aber nicht hochwerten. Ja, wenn bei Ace, nicht. Da kann man nur runterbrechen, also downgraden, nicht upgraden. Das Material? Gehen wir hier vorm PC mal kurz in die Hocke. Und wenn man zu Ace geht, ja, dann hat man ja die Möglichkeit, Material herzustellen. Mhm. Aber man kann immer nur die nächst niedrigere Stufe herstellen, nicht die nächst höhere. Ach so. Tatsächlich. Ja. Wie ist das der Rabbit-Fine? Glaube ich schon. Das ist ja anders als sonst, ne? Das ist ja ein Zwischenboss hier, oder? Oder ist das der Affenkönig? Der Ravager Shrine ist so mit dem Bild vom Wolf. Wir sehen es, wenn wir uns hinhocken. Nee, das ist nicht der Wolf. Das ist der Zwischenboss wahrscheinlich, weil der Affenkönig sieht auch anders aus. Kanzel des Wächters, das ist glaube ich der
der Sturmbeschwörer oder irgendwie sowas. Oder? Oder? Das kommt mir nicht bekannt vor. Da hinten ist eine Statue. Ja. Mit Titten. Da hinten ist aber noch was. Oben. Er hat ein dickes Auge. Also ich werf noch mal ein Kühlmittel ein und ein Kügelchen. Ein Kügelchen schmeiß ich auch rein. Ich weiß nicht, was ein Kühlmittel ist. Ach da, Feuer. Okay. Ihr beide so richtig fett gepanzert und ich einfach ja. Leicht kleine. So ein Arm komplett frei. Elektrowiderstand, also? Okay. Ja, in dieser Welt ist Elektro und Feuer immer das Problem. Mhm. Und für Blutung sollte man was im Schnellmenü haben. Ja, Verbände. Also bereit? Bereit. Ja. Nicht wirklich. Lass sie rennen, denn sie will, ja. Nicht wirklich bereit, aber hey. Och, wie süß, das sind die zwei. Ja, okay. Doppelte Lottchen. Ja, das ist ein Zwischenboss. Kein Weltboss. Armbrust. Buja. Oh oh. Die wehren sich. Hey. Ja, bei mir. Wir amüsieren uns prächtig. Runter. Was? Runter? Nein, du doch nicht hier, der ach so. Der komische Boxer. Dann hier die ganze Zeit hinter dem Vogel hinterher und der tanzt dir nur rum. Hey, ist man hoch in den Mann. Entschuldigung, aber die muss. Echt jetzt? Wir werden hier Ticker oder was? Scheinbar. Ich hab hier oben den. Irgendwas beflackt. Ja, die KI kommt gerade nicht mit der Wand klar. Voll der Schützengraben-Battle hier, Alter. Wo ist er? Wo ist er hin? Ist er aus der Map raus? Der ist aus der Map raus, ne? Die Fangklink hier, oder wie die heißt? Fangklink. Ja, der ist aus der Map gesprungen. Ja, der hat sich bestimmt so geportet. Der wird hier irgendwo rum einmal. Aua. Irgendjemand liegt am Boden. Ich ach, da oben. Ist er wieder. Ich liege hier auf der Armbrustschütze. Ich will ja nichts sagen, aber Klinke ist so. Ich mag Klinke nicht. Wie heißen die Viecher auf Deutsch eigentlich? Ach Mann, hier ist kein Platz zum Ausweichen. Und hier ist kein Platz zum Ausweichen. Mann! Ich muss mich heilen. Leute, ich hab noch Pelz. Hab schon. Ihr müsst hinten durchgehen dann. Also oben, wo der erste stand, da müsst ihr durchs Haus oben in der Treppe hoch. Kommt jetzt zu mir. Wo auch der Ausgang ist. Ja, du kannst auch hier Marker setzen. Vielleicht ist es dann einfacher. Ja.
Och Mann, der schummelt doch mit seinem blöden Feuerscheiß da. Oh, 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 ich sehe einen. Erstmal trinke ich was und dann trinkst du. Hock dich hinter dir. Wie soll ich mich denn hocken? Ich hab doch eine Rüstung. Dann nicht so, dass ich hier im Unterhemd rumlaufe. Entschuldigung. Ey! Ah, diese Mann. Scheiß Echsen! Oh. Junge, ey. So, jetzt blutet er. Blute für alt und für neu, ey. Darf ich jetzt noch bitte mal hier? Ey, der hat's aber. Ne. Ja. Griff die ganze Zeit durch die Fenster durch. Ja. Wo ist er denn jetzt? Hat eben seinen Feuerkack. Ist er hier? Hier, der Schatzhof. Ach, da. Der hüpft gleich gar nicht mehr. Echsen wieder? So. Ausgehackt. Schluss mit Hüpfen. Ist ready? Ach, ich wollte gerade Schwarm einsetzen. Oh. Hier durch Gebäude wieder runter bin ich. Na gut. Vasen kaputt machen am besten und Ruhe suchen und solche Geschichten. Ruhe ja. Haben wir schon gefunden, die habe ich geplündert. Truhe ist offen. Wir riskieren unseren Arsch und du plünderst. Super. Ja, ich bin gerade vorbeigelaufen. Kann ich denn da an? Ist jetzt ja weniger erfreulich, ne? Hä? Okay. Altmetall. So, kann mir irgendjemand ein Signal setzen, wo ich hin soll? Ich wäre auch dankbar dafür. Cool, danke. Das war aber Zufall, dass ich die Truhe direkt gefunden habe. Ich wollte eigentlich nur zu dem Boss irgendwie hin. Ist hier noch irgendwas Vasentechnisches? Ja. Da. Du hast gerade erfolgreich das abgebrochen, weil du ein Stück rausgegangen bist. Das war gerade bei 1. Was? Eins. Ich? Achso. Der rausgegangen ist halt aus der Reichweite. Also das ist aber spürbar, dass du höher bist. Also so richtig. Mhm. Die beiden habe ich ja auch schon gekillt und das war deutlich entspannter. Das wird wohl lustig für den Endboss. Mhm. Ja, deshalb hoffe ich, dass ich irgendwie ein bisschen gehärtetes Eisen, dass ich wenigstens auf 19 komme oder so. Ja. Frag mich mal. Ja, genau. Ne? Du musst ja auch unbedingt, also. Ja, Dark, dann tu mal ein bisschen Material raus, bitte. Lass uns mal zurückgehen. Ach, hier trötet die Flöte wieder rum. Müssen wir die Tür aufmachen? Tröten wir die Tröte? Also erstmal Tür auf und dann. Hier ist die Rückseite von der Flöte. Oder? Ja. Ja. Wo ist denn die Tür? Die ist schon offen. Warst du hier schon? Oder bin ich blind, blöd, doof? Keine Ahnung. Die Tür ist zu. Jetzt ist sie auf. Gleich. Ja, meine ich doch. So. Und dann lass uns mal bitte Kristall und Station 13 und schmieden, was das Zeug hält. Ja. Ich baller jetzt alles raus, was ich habe an gehärtetem Eisen, ne? Ja. Ich bitte darum. Extrem raushauen, bitte. Alles, was ich habe. Und wenn ich nichts mehr habe, könnt ihr nichts mehr holen. Das war schon sehr unschön gerade für euch. Oh. Ja, ein bisschen. Trotzdem bin ich der Einzige, der umgefallen ist. ZZ, wie machen wir das? Hm? Wie teilen wir das auf? 50-50 oder was? Das Material? Ja. Wie viel habt ihr beide jeweils im Inventar? Ich weiß nicht, aber ich hatte gerade keins mehr. Vorhin, nach dem Boss bei Katharina. Ja, und ich habe nicht weiter aufgewertet, weil ging ja nicht. Hatte ja keine Kohle mehr. Ja, ich hatte nämlich zum Glück keine Geldprobleme.
Und durch die ich Halskette. Bin halt noch bei 17. Ich weiß nicht, wie viele Teile ich da noch brauche für 17. Also ich habe noch nicht alles auf 17. So. Das Ding ist, wir haben ja auch ein bisschen Progress gemacht. Vielleicht hat Ace ja auch ein bisschen was so im Angebot. Ja. Also ich gehe mal meinen Gayheart jetzt Eisen verkaufen. Das wollte ich eigentlich für die Rüstung aufsparen, dass ich die auf 19 zumindest bringe. Aber ist nicht gewollt. Also was ist, was wir brauchen? Gehärtet ist das Eisen, oder? Gehärtet ist das Eisen, ja. Ich habe alles verkauft davon, was ich habe. 11 Stück habe ich. 11, okay. 11. Material. Sie hat jetzt 43. Also 7 habe ich im Inventar, dann nehme ich 23, okay? Mhm. Wildfire. Okay. Okay, die nehmen wir mit. Nehmen wir den jetzt Schaum hat sie noch 20. Ja. Also. Gut. Okay. So, ich nehme, was ich kriegen kann. Ja, weit werde ich jetzt wahrscheinlich nicht kommen. Abenteuermodus, weil da kriegt man nämlich auch echt gut gehärtetes Eisen bei mir. Dass wir euch erstmal vor dem Endboss dann ein bisschen hochdrücken. Was haltet ihr davon? Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Das Abenteuermodus dauert ja auch irgendwie, kann irgendwie auch länger dauern. Ich gehe eigentlich recht schnell, weil ich mache die Bosse ja nicht. Ich sammle die Gebiete ab. Ach so. Die Gegner und bis zum ersten Boss dann. Mhm. Dann resette ich die Welt wieder. Weil ich keinen Bock habe, die Bosse zu bekämpfen. Ja. Und vielleicht finden wir für dich noch ein paar Simulakren. Aber bis wir bei dir beim Endboss sind, dauert das ja auch noch ein bisschen, ne? Nicht so lange. Oh, wie übel ist das denn? Was? Och, ne, ich komme hier gar nicht weit. Nee, ne? Deswegen meine ich Abenteuermodus. Weil da finde ich nämlich fast nur gehärtetes Eis. Also ich brauche einfach mal 48 für die Rüstung und für meine beiden Waffen. Warte mal, 48 und 48. Zieh weiter. 68 bräuchte ich. Das kriegen wir aber, glaube ich, 68. Abenteuermodus laufen. Kriegen wir das zusammen? Nee, das kriegen wir nicht zusammen. Also ich brauche dann wahrscheinlich mehr noch, weil ich ja niedriger bin ein bisschen. Aber ich habe echt viel gefunden im Abenteuermodus. Erde zum Beispiel. Der Feuerspeier müsste auf was? Also der Bosswaffe müsste dann auf 10 kommen oder was? Bin 9. Auf 9. Die ist auf 9. Lass okay. mal ins Ödland gehen. Das Dörfchen. Gleich die erste Map im Ödland. Nicht im Abenteuermodus, sondern in der Story. Gleich das erste Dorf im Ödland. Okay, das ist auch noch recht niedrig vom Level her. Ja, und da sind vor allem ohne Ende hier Schüsseln und Töpfe und so. Und da man da dann trotzdem auch Unmengen an Gehärtetem? Ja, warum jetzt? Nicht? Also denke ich mal. Weil wir so hoch sind, meinst du? Dann müsste man ausprobieren. Ich habe jetzt noch 2. Wir machen ein paar Hütten leer und dann gucken wir mal. Auf was bist du jetzt, Sven? Ich bin 18, glaube okay. ich. Okay, mir fehlen noch 3 für den Flegel. Und dann wäre ich auf 17 mit allem, glaube ich. Ja. Okay. Ja. Dann kommen wir ans Steinchen. Dann 2 Teile habe ich auf 19. Dann zählst du auch als 19. Ja, ich zähle als 19, aber ich mache nicht Schaden für 19. Und ich habe auch nicht Zähigkeit für 19. Das ist so dumm, dass du jetzt einfach schon als 19 erzählst, ne? Ja.
Also der östliche Wind dann. Ja, genau. Da ist okay. Ja, das Dorf hier mit den ganzen Vasen und so. Wir können auch die Dungeons dann einmal auf ROM komplett durchlaufen. Warte mal, ich mach das gleich anders. Ich verkaufe mein Zeug dann, was ich gesammelt habe, aber auch wieder für euch dann. Ich nehme erstmal ein paar Viecher rein, dass die Gegner so ein bisschen weggemacht werden. Die Gegner sind super low. Die könnt ihr alle mit einem Schuss wegholen. Aber die nerven trotzdem. Und sie sollten eigentlich auch kaum Schaden machen, vor allem nicht bei deinem über 700 Rüstung. Sollten die dir eigentlich komplett egal sein können. Ich hege meine Zweifel. Ah, die Großen, die Blutung machen, die können, sind dir wahrscheinlich nicht egal, aber die Kleinen. Okay. Nimm mal einen Speerwerfer, sollten dir egal sein. Ich nehme den Ring. Den Ring. Und. Oh, ich habe zwei grüne Pfeile nach oben. Doppel grün. Ja, weil grün. Das noch super low ist, das Level. Ach so, hier sind wir. Ist das Erde? Ja. Oder was? Nein, nee, das ist ROM. ROM, oder ja. Rom, ja, oder wie das heißt. Einmal kurz den Kristall anfassen, bitte. ROM, falsch geschrieben, ne? Genau. Mach ich gleich noch. Okay. Hab auch mal Minions reingenommen. Geschmiedetes Eisen. Ach, cool. Eisen, Altmetall. Geschmiedetes. Was ist da unten los? Also, das ist los. Ja, es sieht aber so aus, als hättest du echt recht. Das womit? Ist einfach, weil es low ist, da müssten wir hier im Abenteuermodus rein oder auf die Erde im Abenteuermodus, dass die halt entsprechend hoch ist, die Welt. Dass wir das Zeug bekommen. Hm. Ach so. Ja, dann lass uns mal per Abenteuermodus ROM generieren. Und gucken, dass wir hier so ein Dörfchen direkt am Anfang kriegen. Sonst zwei, dreimal generieren und dann haben wir bestimmt ein Dorf. Ja. Weil das hier mit den Vasen ist einfach ultimativ. Und außerdem, wenn ihr müsst bedenken, ihr kriegt bei mir in der Welt auch, dann wenn das so hoch ist, auch ultra viel Altmetall. Also wirklich die beiden, mit denen ich da letztes zusammengespielt habe. Die haben wirklich zum Teil aus einer Kiste dann so roundabout 1000-1500 Altmetall auf einmal rausgekriegt. Oh, also insgesamt zusammengerechnet. Also fürs Upgraden ist das jetzt gerade echt klasse. Ohne dass sie irgendwas hatten, was das erhöht, sei dazu gesagt. Und auch so von Gegnern zum Teil 100. Ja, vielleicht teilen wir uns deinen Bonus auch. Das kann nämlich sein. Wird sich halt für euch jetzt richtig lohnen. Dann könnt ihr euer Zeug halt aufwerten. Dann habt ihr auch das Geld dafür. Ja, das Geld ist gerade gar nicht so das Problem. Das Problem ist echt das geerntete Eisen. Ja. Aber wir können jetzt, nachdem wir hier ein bisschen geschossen haben,
einmal kurz zu Ace gehen und gucken, ob da noch irgendwie was sich getan hat. Ihr könnt das. Lasst mich nur erst das neue neu generieren dann. Nee, das ist glaube ich egal. Sind die Gegner angenehmer. So, das ist glaube ich echt egal. Das hängt jetzt nur daran, dass wir kurz in einem anderen Gebiet waren. Und ich weiß überhaupt nicht, ob Ace überhaupt irgendwas macht, solange wir deine Story nicht weiter prügeln. Ich denke mal nicht. Geh mal kurz gucken. Ja. Ich habe jetzt übrigens auch die Black Hole Gun dabei, hier Partikelbeschleuniger. Um dann die Vasen besser zu zerschießen. Nein, sie hat kein gehärtetes. Ah, war klar. Ja, dann müssen wir uns das selbst erarbeiten. Das ist ja nicht das Thema, einmal auf Rom. Weil das Dorf ist eigentlich immer am Anfang da, soweit ich weiß. Nee, nicht immer. Ich hatte auch schon diese Ruinen. Mehrfach sogar. Also diese komischen Blechruinen, diese, diese, was weiß ich, Baustelle oder was das sein soll. Ihr habt das jetzt auf normal gemacht. Mhm. Ja, bitte, normal. Gut. Ach du, wie, spielen wir nicht die ganze Zeit normal? Doch. Okay. Auf meinem anderen Charakter, auf meinem Gearscore 1er, habe ich auf hart gestartet, die Story. Versuchst du diese Leuchtfragmente zu kriegen? Was? Ja. Für das Heldenschwert. Hm. Nicht die haben. Das ja, ich möchte gerne die andere Skin von der Letus haben. Das Ding ist, das können wir halt jetzt nicht verbinden, weil die Welt für euch dann einfach viel zu schwer wird. Nee, muss ich jetzt auch nicht ausprobieren. Wir machen erstmal das. Also eine Sache zur Zeit, das reicht. Ah, und wir haben Glück gehabt, das war schön. Gehärtetes Eisen. Ja, geilo. Droppen die Feinde schon mal, die Hunde. Ich hab keins bekommen. Nein? Ja. Ihr habt keins bekommen? Nee, ich hab tatsächlich Eisen. Geschmiedetes Eisen. Hier liegt ein gehärtetes Eisen rum bei mir. Ja, sammel das mal auf. Ich muss den Controller wechseln. Jetzt habe ich es bekommen. Gehärtetes Eisen, 1. Ich muss Controller mal wechseln. Muss ja erstmal ein bisschen Gegner klären, bevor ich was anderes mache. Ja, und mein Spiel ist verbuggt schon wieder. Oh, shit. Was passiert, Sven? Ja, meine Dinger hier laden sich nicht auf. Meine. Ich bin down. Ich hab ein Explosiv. Dark ist down. Das gibt's auch gar nicht. Und wo ist er denn? Ach, ich komme. Hier sind vier Sperrwerfer. Ja, warum bist du denn so weit reingerannt? Ja. Ich dachte, wir machen Vasen kaputt und so. Mach ich ja nebenbei. Ja. Gewohnheit. Ja. Achtung, da vorne sind ja. Ja. Da ist ein Explosivsperrwerfer. Ja. Den willst du erstmal weghaben. Im Zweifel könnt ihr das auch ohne mich machen, das wisst ihr. Ja, aber das ist doch so. Wie süß das aussieht, du hast aber so einen fucking schweren Kopf. Ein Einhorn! Da auch noch. Ein explodiertes Einhorn. Geh da mal weg, bitte, dann gleich, wenn ich ein Explosiv gefunden habe. Och, was machst du denn? Den wollte ich damit eigentlich super, sprengen. Danke. Hast du irgendwie lieber gekriegt? Nein, aber Schaden. Solange es nur Schaden ist. Das Ding ist halt, ich komme da nicht weg, ne? Wenn du dieses
schwarze Loch machst, das zieht einen halt rein. Das ist richtig kacke für einen Mitspieler. Das kannst du gerne im Solo-Player machen. Ja. Hast du ein schwarzes Loch angefangen? Ja, das ist kacke im Multiplayer. Ja, nur gegen eine Gegnergruppe ist es von Vorteil. Ja, aber du spielst nicht alleine, Kollege. Das geh weg von dem. Ja, mhm. Ja. Schön. Aber oh, down. Ein Mann ist down. Oh, oh. Und gleich ist der andere down. Hilfe! Weil mit dem Reinrennen echt toll ist, ja. Ich komm zu dir, Sven. Obwohl ich selber fast tot bin. Wie viel Zeit hast du noch? Och. Ich hab heute nichts weiter vor. Dann ist gut. Nee, das war noch reichlich. Au. Deswegen mache ich das nicht gerne auf Rom. Weil den Typ kriege ich so schwer down. Wer ist denn jetzt gestorben da? Noch nicht. Ist nur der Host, der gerade geknickt ist. Aber du musst da doch gar nicht liegen. Du musst nur Brot machen. Ja, der hat mich gerade ein bisschen Geschisch gebufft. Ah, scheiße. Ich hab mich verdrückt. Alles gut. Ja, bitte. Du hast nur noch zwei Herzen. Zwei. Du darfst das lieber einen mit mehr machen. Das ist aber trotzdem gerne nett. Danke. Und ich hab mich dann. Und hier sind überall massenhaft Vasen. Also auf diesen ganzen kleinen Scheiß hier kann man kaputt machen. Auf der Seite. Also ist das hier so durch. Ja, ich weiß auch nicht. Aber ja, das ist also, wie viel hatte ich? Zwei. Jetzt habe ich sieben. Ja, das ist doch schon mal schön. Alter. Lustig ist halt, dass man den auf den. Mann, nicht. Ach, was soll denn das? Lass doch mal den Scheiß. Oh. Das ist Gewohnheit. Nein, das ist die falsche Waffe eindeutig. Ja, man kann das. Andere rein. Kann das einfach ändern. Dann nehme ich halt das Ding, was Blutung macht. Und ich sage, ja, das ist Gewohnheit. Ja, ich nehme keine Rücksicht. Warum auch? Ich bin der König im Spiel. Das ist halt Gewohnheit. Ja. Gewohnheitsrecht. Gewohnheitstier. Trifft das Ganze etwas eher. Ja, genau das sind Menschen. Die Waffe habe ich reingenommen. Gar nicht, es gibt auch Leute, die sich anpassen. Die meisten Menschen sind intelligenzbegabt. Okay, die einen mehr, die anderen weniger, aber normalerweise funktioniert das ganz gut, wenn man miteinander redet. Okay. Das schließt Intelligenz dann nicht aus. Ich bin schon intelligent, bin einfach ein sturer Bock. Das musst du aber nicht. Auch das ist änderbar. Mhm. Das nennt man dann Lernfähigkeit. Ich bin schon lernfähig. Wenn ich will. Ja, wenn ich will. Ja, und das Ding ist einfach, ich finde das extrem cool mit euch zu spielen. Aber man kann es auch einfacher gestalten, das ist alles. Mehr wollte ich doch gar nicht sagen. Ja, da gebe ich dir recht. Guck mal, der Truhe. Was? Nur Altmetall? Oh. Ja, ich hab grad eben gehärtetes Eisen hier. Zweimal gehabt. Also zugeschmissen wird man damit definitiv nicht. Nee. Also auf der Erde wurde ich damit nicht zugeschmissen. Okay. Woher kommt die Strahlung? Strahlung? Ja, wir sind auf Rom. Hier ist überall irgendwie Strahlung. Ich hab einen halben Balken voll mit Strahlung und weiß nicht woher. Waren wir da oben schon auf dem Dach von dem Haus? Weiß ich nicht, aber ich könnte ja auch wieder was Liedernes sein, ne? Oder
ein Erfahrungspunkt oder so, oder ein Simulacrum. Die sind meistens oben auf dem Dach, ne? Ja, auf irgendwie Dächern findet man öfter das gute Zeug, ne? Ja, cool, gehärtetes Eisen, ja. Nice. Hier oben liegt noch mehr gehärtetes Eisen. Ja, nimm mit. Ich hab auch gefunden. Bitte. Ich meine, die 68, die... Oh, das waren sogar zwei. Geilo. Nochmal zwei. Es war bei mir, glaube ich. Aber... Nice. Benutzt ihr das eigentlich, den Sichtwechsel auf auf L3? Nö. Ach, 4. Nee. Aber manchmal macht das automatisch, ne? Wenn man so an einer Ecke steht oder so, habe ich festgestellt. Genau, da hat man die Option dazu, aber was ich immer wieder automatisch mache, also eher versehentlich im Spiel, ist, dass ich ein Signal setze. Das ist für die Mitspieler, glaube ich, recht nervig. Aber da weiß ich nicht, wie ich das abschalten soll, weil ich kann nicht blockieren. Ja, das ist echt blöd, diesen Ping zu setzen. Wenn man das eigentlich nicht gar nicht schlimm. Will. Ja. Bin hier oben. Also in einem Spiel, in dem man nicht miteinander redet, also was ja oft im Öffentlichen passiert, ist das echt doof. Ja, klar. Da denkt sich jeder, was will der? Oh. Der Blöde. Wer ist wieder da? Katharina. Willkommen zurück. Wie war die Reise? Ist der kleine Mopsi weggeflogen? Weißt du was? Ich nehme jetzt den 19er Magnum Revolver rein. Schnauze voll scheiße, ich hab die Ammo-Kiste. Weil der Revolver, den finde ich irgendwie doof, weil er halt einzeln. Patronen nach. Sag mal, apropos Revolver, habt ihr die Magnum? Ja. Ich nicht. Ja. Also diesen sechsschüssigen, ne? Ich weiß nur, dass es eine Magnum gibt, aber dafür braucht man, ach ja, genau, dafür muss man das Item finden, irgendwie eine Münze oder sowas. Genau, Magnum Revolver, ja. Ja, ich habe für den aber jetzt schon wieder keine Munition mehr. Also ich finde den einfach nicht toll. Nee. Ich weiß aber gar nicht, was es für den Ring gibt. Den man für Reese besorgen muss. Für Reggie. Oder Reggie, ja, genau. Weißt du, was da rauskommt? Das kann ich nicht sagen. Das ist Scavenger. Also Plünderer, wo man mehr Altmetall kriegt. Ein Ring oder was kriegt man dafür oder was? Nein. Die Eigenschaft. Die Altmetall. Ach so. Okay. Ach so. Ja. Das wäre ja natürlich ganz gut hierfür, ne? Ich finde, das ist ein verschwendetes. Verschwendet? Kriegt man da nur Altmetall mehr? Nicht andere Metalle? Ach so. Also, ich finde, Zähigkeit und Schadensoutput sind irgendwie extrem wichtig für das Spiel. Shady läuft bei Regen immer an der Hauswand von der Haustür. Oh Mann. Glaube, das R3-Problem kommt von den Souls spielen. Zed ist gar kein Souls-Spieler, wie ich erfahren konnte. Nee, bin ich eigentlich nicht. Ich bin einfach nur ungeschickt. Ja. Im Eifer des Gefechtes, dann drücke ich einfach alle Knöpfe und dann. Irgendwas fällt einfach dann um, aber in dem Fall ist es halt das Ding. Ja. Und im Zweifel bist du's. Ja. Also ich hatte am Anfang des Spiels habe ich öfter R3 gedrückt, weil ich dachte, dass man hier die Gegner auch fokussieren kann, wie bei Souls Spielen. Weil man ja sagt, dass das Remnant ein Souls-like wäre, nur mit Schusswaffen, mit Knarren. Ja, aber dann habe ich mir das abgewöhnen müssen, auf R3 zu drücken. Hier muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man nicht aus Versehen ins Feuer latscht. Genau.
Ich finde auch Remnant gar nicht so Souls-like, überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, wo da der Vergleich sein soll. Das erinnert mich vom Spielen her enorm an Destiny, aber viel ja, zwangloser. Ja, Destiny oder Diablo. Viel zwangloser, das gefällt mir richtig gut. Ja, genau. Und Souls, weiß ich gar nicht, was daran soulig sein soll. Das Einzige, was daran Souls-like sein könnte, ist, dass man ja viel ausweichen muss, um nicht andauernd ins Gras zu beißen. Ja gut, das hast du ja in vielen Spielen. Ja, ja, aber da sind viele Spieler auch gnädiger. Also da trennt sich. Ach so. Wie nennt man das? Die Spreu vom Weizen. Na gut. Jedenfalls bin ich dadurch auf Remnant aufmerksam geworden. Dadurch, dass der Entwickler das gesagt hat. Souls-like. Nur mit Knarren. Wo seid ihr eigentlich? Seid ihr noch hier? Warum? Ich seh eine Kiste. Könnt ihr mal ein Zeichen setzen? Ich sehe euch nicht mehr auf der Map. Ich glaube, wir sind weiter weg. Ah, da. Oh, schön. Ich hab ein Büchlein gefunden. Sehr schön. Oh, das ist ja. Und gehärtetes Eisen, war das eine Truhe? Ich habe eine Truhe geöffnet. Alter, ich habe 4 Punkte zu verteilen. Durch das Buch? Nein, ich hatte vorher schon 3. Schon davor, ne? Gehärtetes Eisen. Munition für die Pistole, jawohl. Wie viel habe ich denn jetzt? 35, wow! Das läuft ja. Und da ist nochmal. 2. So, ach, hier passiert ja wieder was. Alle gefunden. Oh. Ich könnte kurz mal irgendwie Hilfe gebrauchen. Ach so. Ja, er hat da so einen Freund gefunden. Da, ja, magst du mich gleich mal wiederbeleben, bitte? Mach du das zusammen. Nee, wo ist er denn? Ach, da. Weniger Herzen. Ja, ich habe viel weniger Herzen. Nicht. Ja gut, ich mach das schon. Ich habe ja nicht vor zu sterben. Jetzt glaub ich, genau. Oder? Na hat super. Ja nicht vor zu sterben. Das hat der Gegner gehört. Ja. Habe ich auch nicht vor. Und hat sich gedacht, okay, jetzt kann er nicht sterben. Jetzt erst recht. Was ist hier los? Hi. Ey, ich hab da eine Vase übersehen. Für dich. Wo ist das gut, denn? Ich hab schon wieder fast 30.000 Altmetall. Okay, ich nehm doch. Na, Huli. Man hört überall Hunde, weiß aber nicht, woher das kommt. Ein Hund, der beste Freund des Knochenhellenträgers. Oh, ich sterbe gleich. Das solltest du lassen. Sterben ist ungesund, habe ich mal gehört. Setz mal einen Ping. Ja, jetzt. Kann ich das? Ja, hier.
in der Hütte. Genau. Du bist ja Armbrustschießer. Wolltest du ins Gesicht gejagt? Mit dem anderen habe ich die Armbrust geschossen ins Gesicht gejagt. Ey, hier sind noch Schüsseln, was stimmt bei euch nicht? Was? Ja? Hier im Haus stehen überall noch. Ich habe den Eingang nicht gefunden. Ja, wie gesagt, also lila und Regenbogenfarben hatten wir auch noch nicht. Nee. Ich werde wieder die Black Hole Gun rein, einfach weil die mehr Schuss hat als die Scheiß an. Ich hab lila gefunden. Ring der Heilglut, yes! Ich hab nur Altmetall gekriegt. Was ist das für ein Ring? Kennt denn jemand? Ein Runder. Also nein, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich hab den. Heilungsring. Wie hieß der? Ring der Heilblut, das ist so ein orangenes Ding. Ja. So orange und in der Mitte so silbern? Silber weiß ich nicht, aber kann sein. Viel orange also, auf jeden Fall. Weil ich habe einen, der ist orange und hat innen drin so Silber und der macht halt, dass die Herzen explodieren. Herzen explodieren? Drachenherz. Ich muss nicht schwach, ey. Ich guck schon. Ring der Heilglut. Nahkampfangriffe stehlen 5% des Basisschadens als Gesundheit. Ja, das ist der Liedschring, den ich meine. Ja, sehr schön. Hilft einem aber nur für Nahkampfangriffe, nicht für irgendwas anderes. Ja, aber für dich als Kämpfer? Ja, da hast du allerdings recht, das ist eine schöne Ergänzung. Aber du meintest ja, du willst nicht reinnehmen, hinter uns ist ein Gegner. Doch, eventuell schon, ich weiß es noch nicht. Hinter uns war ein Gegner. Mir gefällt das halt nicht, dass mir dann die zweite Option fehlt. Und in vielen Situationen ist es nicht funktional, aber manchmal kann man ihn bestimmt gebrauchen. Ich hab fast die ganze Zeit keine Munition, ne? Deswegen Munition ruhig mal also für mich. Nimm doch eine Kiste. Auch keine mehr. Hm. Ich hab ein paar mehr. Oh oh. Höre Sachen, die mir nicht gefallen. Ich weiß nicht mal, wo sie kommen. Soll ich Markierung setzen? Tschüss. Hier. Ich habe auch ein paar Freunde mitgebracht. Ich habe auch keine. Ach, da bist du ja schon. Ich habe keine Munition mehr, da kommen so ein paar Leute hoch. Ach so. Was wollen die? Wir haben nichts. Ich hab schon ein paar Freunde mit. Ah. Munition. Oh, jawohl. Now we're talking. Lass die Munition. Jetzt können wir reden. Deswegen Munition ruhig für mich lassen, weil ich bin der Einzige ohne Ammo-Kisten. Ich glaube, ich muss erstmal eine Tablette nehmen. Au. Tablette? Ja, eine Schmerztablette. Ich bin kurz weg. Jo. Ich dachte, er meint im Spiel. Was hast du gesagt? Wie viel Altmetall kriegt ihr eigentlich, wenn ich aufsammle? Weil wenn da steht so 10, dann kriege ich meistens irgendwie 30 oder so. Hä? Achso, Altmetall. Ich habe jetzt 41 gekriegt. Ja, das stand auch bei mir. Okay. Aber auf zwei geteilt.
Einmal. Nein, bei mir stand als 1,41. Mhm. Ich hatte einmal 24 und einmal irgendwas mit 20 auch. Magst du hierher kommen einmal? Du bist schon da, sehr gut. Ja. Der Doggo weggeflogen ist. Wie die Waffe die Gegner um? Ja. Du musst nur bedenken, dass die anderen auch Munition brauchen irgendwann. Das ist mein Nachteil, dass ich auf die Vase damit zerschieße. Hört ihr mich? Ja. Ja. Alles klar? Ja. Dauert ein bisschen, bis es wirkt, aber schon okay. Bis die Meditation kickt. Du hast doch schon wieder Vasen übersehen. Die habe ich für dich gelassen. Nee, kicken tut da gar nichts. Hässlich kommt. Hat er keine Freunde? Ich hab Groß und Mann. Hässlich gebunden. Aua. Ich hab Groß und Hässlich gefunden. Wer ist down? Duck? Ich habe Groß und Hässlich auch markiert. Ja, super, Groß und Hässlich hat mich jetzt auch gefunden. Ich mag Groß und Hässlich aber gar nicht. Fuck. Ich hab dich markiert. Fuck, 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 fuck. Bin auch gleich tot. Letztes Herz. Und wen hast du Schönes? Ach, ein Zauberer. Ja. Der eine hat einen Groß und Hässlich, der andere hat einen Zauberer. Oh, ich hab mir falsch markiert. Ja, wieso treffe ich den denn nicht? Oh, ich hab mich mal hingelegt. Mann! Wir haben uns Scheiß! Wir haben uns beide hingelegt. Pass auf, da kommt gleich Groß und Hässlich zu dir, ne? Zu ja, mir? Ich ruhe mich ein bisschen aus. Ja, oh, ich hab keine Muni drauf. Kommt gleich Groß und Hässlich. Ah, ich. Hast du vielleicht noch Muni? Wer? Du, Mod-Muni, du hast einen Flammenwerfer. Mod-Muni, was ist das? Dein Mod ist da aufgeladen. Ach so, ja. Right. Nein, von dem Flammenwerfer. Von dem Flammenwerfer? Ja, stimmt. Der Mod. Weil? Ist, bringt genau. Der mehr? Ah. Das meine ich. Ja. Ja, ich bin down. Oh, das ist schlecht. Das ist gar nicht so gut. Guckt mal, wie viele ihr jetzt habt. Nicht genug, leider. Soll ich die Maps sonst nochmal rerollen? Ja, können wir. Aber kann ich schon mal ein bisschen was hochbauen? Klar. Ich lasse die schwarze Lochknarre jetzt aber drin, einfach wegen den 5 Schuss pro Magazin. Aber ich Leute, nutze das nur, wenn wir schaffen das. Also ich muss. Ja. Stündchen höchstens habe ich noch. Okay. Na. Deswegen würde ich sagen, das so zu versuchen. Ja. Ansonsten genau könnte dann aber ja noch Katharina dazu kommen. Das stimmt. Das können wir wenigstens noch machen. Aber vielleicht kannst du jetzt auch schon ein bisschen was hochbauen. Mhm. ZZ. Ja. Ich bin nur allerdings noch nicht bei allen. Ich glaube, mir fehlt der Flegel, war das für 17?
Ja. Ich verkaufe mein Zeug gerade mal. Ich habe auch noch gesammelt. Mhm. Ja. Hey, was geht? Ich brauche 21. 21 bräuchte ich. Dann wie viel hast du, Doug? Ich hatte 45, die habe ich jetzt verkauft. Okay, dann nimm doch, was du brauchst. Ja, gerne. Und würde dann den Rest gerne nehmen. Ich habe auch gerade 36k. Hallo, wie läuft's denn? 21. Rattleweed oder Frozen Mist? Was? Bis später. Hülle? Was möchtest du? Als Mod. Nimm doch einfach die Saatkreaturen. Nein, ich meine, weil ich mir als nächstes holen soll. Die beiden ja, beides. Hol dir alles, was du kriegen kannst. Die Sachen machen alle Spaß irgendwie. Ist halt alles situationsgebunden. Okay, ich hab Flashcaster bekommen. Ja. Modcasting Speed. Nice. Die haben alle irgendwo ihre Daseinsberechtigung. Habe ich auch noch was? Wahrscheinlich nicht, manche oder? Manche mehr, die anderen weniger, oder wie? Nee. Sind wir hier fertig? Was ich mir jetzt erstmal kaufe, sind meine Dornkisten. Ich überlege, ob ich meine Rüstung auf 20 bringen sollte. Wäre vielleicht gesünder für dich. Okay, 160, 140, 202. Neu. Nice. So, also geschmiedetes Eisen hat Ace jetzt bei mir 718. Mhm. Wieso hast du das verkauft? Ja, ich habe was davon verkauft. Warum? Oha, ich kann jetzt auch einfach Orbs of Undoing kaufen bei ihm. Gut. So, ich brauche jetzt ein einziges Simulacrum. Wo ist der Plan? Ach so. Hat irgendjemand ein Simulacrum übrig? Nein. Simulacrum? Das ist das, was ich nicht habe, oder? Glaube ich. Genau. Ich habe keine Simulacrum übrig. Genau. Dann wäre ich auf 20 komplett. Ah, mal sehen, was ich habe. Wir haben aber noch keins davon gefunden. Das. Wir fehlen ja auch noch zwei Stück. Also mit dem Trank, also mit diesem göttlichen Nektar, komme ich auf 778 Rüstung. Das ist okay. Also du hast jetzt eigentlich alles bis auf einen Teil auf 20. Ja. Dann bist du besser ausgestattet als ich. Oh. Ich brauche noch zwei Teile. Oh. Ich bin auf 18. Mach's ja, gut. Na dann rerollen wir die Welt nochmal oder versuchen wir jetzt nochmal bei mir weiterzukommen? Ich würde sagen, bei dir weiterkommen. Ja, genau. Oder? Das denke ich auch. Sekunde, ich suche noch diesen einen Ring. Wo ist er denn? Find ihn nicht. So. Okay. Den Klingenstein und den Ring der Heilglut habe ich jetzt beides drin. Heilglut war der Leiblied. Dann los! Genau. Und dann sollte das auch ein bisschen Aua machen. Dann solltest du dich auf jeden Fall ganz gut heilen können. Halt, ich muss noch wieder World Settings wechseln.
nochmal von dem Stein weggehen. Ja. Wieder rangehen. Mhm. Ich war noch einmal kurz weg und wieder ran, dass der Game Mode sich aktualisiert. Mhm. Jescha, das war. Wenn wir den Wolf kriegen, meinst du, wir kriegen das hin mit dem Glockenrätsel? Ist ja echt toll. Ihr könnt es probieren. Oder kann man, weil ich hatte den, glaube ich, im Abenteuermodus gehabt, den Wolf. Ich weiß nicht, ob man den während der Story kriegen kann. Ich würde auch, doch, natürlich, das ist ein Affenkönig und Wolf, das sind die beiden Bossgegner von Janesha. Heißt der Planet, heißt die Welt so auf Deutsch Janesha? Ja, genau. Auf Englisch heißt die Yesha, deswegen sage ich das so. Die heißt, also wenn man jeden Vokal betont, Janesha. Jana ist nicht da. Genau. genau. Das haben wir ja schon gemacht, das brauchen wir ja nicht mehr. Oh nein, sie kommen! Nicht einen Schuss getroffen außer der Welt. Wow. Und auch die Sense, die Leben gibt da drinnen. So, der hat eigentlich laufen. Oha. Sind wir nicht heil? Na, geht so. Das sieht mir sehr nach König aus. Da ist ein Zauberer oder so. Also geht's jetzt hier zum Boss rein oder was? Sieht mir sehr nach König aus. König? Ja, entweder Affenkönig oder Wolf, wie gesagt. Ich weiß Wolf nicht, hat wie einen anderen Eingang. Keine Ahnung. Wolf hat einen anderen Eingang. Das weiß ich zufälligerweise. Weil okay. Ich den ja schon mal hatte im Abenteuermodus. Das ist nämlich 1:1 derselbe Eingang wie bei dem lieben Herrn von uns. Nee, da nehme ich den Live Leech, glaube ich, raus. Das macht nicht viel Sinn hier. Nee. Hier kriege ich zu sehr. Nicht bei dem. Und ich habe meine Mods auch noch verkehrt drin. Oh wow. Also perfekt vorbereitet, sagst du? Nee, gerade nicht. Das war auch gerade ironisch gemeint. Hast du nicht die Ironie geschmeckt? Hm. Hier geht's um die Wurst, nicht um den Witz. Okay. Nee, ich weiß nicht, Ironie ist ja nicht meine Stärke, definitiv nicht. Aber dafür packe ich wieder die Schnippel ein. Also ich muss mich dann noch einmal kurz sit down on your popo please machen. Ja genau, me too. Es wäre eigentlich so optimal, wenn man zu viert sein könnte. Wieso? Wenn man so sitzt. Immer so. Zwei gegenüber. Schön chillig, ja. Ja, richtig chill wäre das, aber es geht ja nur zu dritt. Das ist voll asymmetrisch, ey. Ach ja, genau, diese Checkpoints sich dran setzen, das ist Souls-like. Okay, dann machen wir aber das. Aber bei Dark Souls kannst du das im Koop auch nicht. Nee, im Koop nicht, genau, richtig. So voll weit weg vom Checkpoint einfach. Wir beide so voll dicht dran, du so voll weit weg.
Ruf des Totemwächters. Und ist es Derfe? Ja, ne? Oder? Ja. Ach so, halt! Ja. Ich weiß ja nicht genau, welche Waffen man hier kriegt. Aber mit dem Totem verändert man den alternativen Kill. Das ist der einfachste Boss, wo man den alternativen Kill machen kann. Aha. Entweder so, ach so, oder so. Ach so. Jetzt andersrum. Den hatte ich schon mal, glaube ich. Wir machen den. Na gut. Ja. Was schön ist der alternative Kill? Moment. Bei dir hatte ich den auf Rot geschossen, glaube ich. Bei mir? Also müssen wir blau haben, damit du den bekommst. Achso, ich hatte den mal blau gesehen, aber vielleicht hast du den dann umgestellt. Ich habe ihn auch in blau gesehen. Ja. Ich glaube, ich habe ihn bei dir rot geschossen. Ich weiß es aber nicht genau. Vielleicht hast du den... Ich lese nach. Guck mal kurz bitte, was da für Waffen rauskommen. Und wenn du die... Wie heißt die? Die Waffen und Mods gibt. Wenn du die leer gekauft hast, dann hast du die entsprechende Waffe im Gepäck. Wudawalker im Chat schreibt, wie viel können hier maximal online zusammenspielen? Drei. Wudawalker. Waren das Melee? Also, Minions, wir haben die Nahkampfwaffe gekriegt, den stürmischen Blitzspeer. Den hast du, glaube ich, auch, ne? Meinst du mich? Den stürmischen Blitzspeer. Ja, genau. Genau. Genau, das heißt... Da müssen wir blau machen, ne? Weil bei Rot bekommt man nämlich das Tempest Heart String und das ist das, was wir bekommen haben. Also dieses, den Speer. Okay. Und was bekommt man im alternativen Modus? Totem Antler heißt das Ding. Was ist denn das? Das ist so ein komischer Zweig. Zweig? Das ist für Eye of the Storm. Sturmzentrum. Das Auge des Sturms. Ja, Sturmzentrum wird das sein. Das ist ein Gewehr. Ja, machen wir. Gekauft. Also auf blau hatte ich gesagt, ne? Ja. Ich will nicht. Ich trau mich nicht. Was? Der ist böse. Nein. Kann man den nicht auch bestechen? Mit Bananen? Dass man es einfach so durchlässt? Ja, ich habe keine Banane dabei. Hätte ich dich? Er wird uns im Verkauf anschreiben jetzt. Ich habe nur Altmetall. Also schlürft alles, was ihr schlürfen wollt und müsst. Naja, hier einmal blau und einmal... Nee, eigentlich reicht die blaue Kugel, ne? So eine kluge Kugel, ja. Na gut. Und ein göttlicher Nektar, falls der Noten nicht mehr aktiv ist. Ja, bei mir ist nichts mehr aktiv. Göttlicher Nektar war... das, was ich nicht habe. Die Elementarabwehr erhöht. Ist das DLC? Was denn? Ja, Found on Reisum. Persistent Essence. Das erhöht alle Elementarwiderstände um 15. Reisum ist DLC. Ja, nur ich habe halt davon welche und jetzt damit könntest du deine Sachen halt gut erhöhen, weil es gibt 15 und wie sich das aufbaut, der Status ist um 50% reduziert. Heißt, du bekommst den auch schwerer, den Status. Ja, davon habe ich jetzt noch 4 Stück. Ich habe noch hier Eigenschaftspunkte verteilt. Auf wie viel seid ihr eigentlich jetzt bei dem Eigenschaftsrang? 342. Ich müsste Eigenschaftsrang? Ach so. Ja. 124. Ich bin bei 175. Ja, 342. Holy, 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 holy. Holy Moleroni. Dann let's go. Ja, dann Rock'n'Roll. Lass den Rock rollen. Du, ich. Ich kann ja auch von außen zugucken, oder? Nein. Du musst schon mit rein. Du musst schon durch. Der ist böse. Mitgehangen, mitgefangen. So sieht's aus.
keine Rückzieher hier. Ich mag dein Gesicht ja nicht, ne? Er sieht aus, als wenn er echt eine Entzündung im Gesicht hätte. Ja, ich glaube, das ist eine Maske. Covid-Maske. Ja, nimm das! Na, komm her! Hau dich! Ach so, ihr kleinen Pupser. Ding zerstört. Ah. Alter. Ja. Was hat's denn gerade für einen Stein, den er da geworfen hat? Nein. Nicht immer auf mich. Haha. Hat er eine Glocke geschnitten? Oh. Ach ja. Bam. Boah. Mir hat glaube ich wieder was gestellt. Ja. Hä? Wie kann man den treffen? Dieser Feigling. Ach so. Brennen! Brenne! Burn, baby, burn! Ach, der stellt doch nicht. Was macht er? Ach so, diese Stäbe. Au, 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 au! Okay, das funktioniert allerdings beachtlich gut. Mit dem Haftbruchheilen. Ey! Hast du doch den Ring drin, oder? Ja. Ach. Schenk mir dann die Geschichte mit dem Blutungsschaden. Das ist hier deutlich sinnvoller. Stirb! Und diesmal ist er nicht in die Luft gesprungen beim Sterben. Geweih, Toten. Ganz Tom. Oder gar nicht. Lol. Wie meinst was? Du? Was war das denn? Ich hab grad ganz oder gar nicht gekriegt. Ganz oder gar nicht? Als Trophäe für PlayStation. Ach so. Ich glaube, ich hab Platin. Ja, wirklich. Ich kann nachgucken, warte mal. Gratulation. Ja. Aber ich glaube, das ist gar nicht so schwierig zu holen, oder? Nee, 98%. Da fehlt noch was. Ich habe eine versteckte Trophäe fehlt mir noch. Und dann halt Platin fehlt. Ach, wie gesagt, ein Weltboss ohne Damage. Kill. Okay. Alleine. Ich glaube im Offline-Modus. Genau, im Offline-Modus.
Das ist ein bisschen schwieriger, vielleicht. Und jetzt zum Träumer. Und jetzt zum Träumer. Oh nein, dann ist ja schon wieder alles anders. Oh, oh nein. Ja. Oh nein, danach ist wieder Schluss. Oh ja, oh. Träumer. Wieso ist alles anders? Ja, weil ich dann schon wieder an... Bis jetzt, achso. Ja, dann macht mal. Ich kann mich ja schon mal umziehen. Achso. Fashion Souls. Fashion from the ashes. Habt ihr eigentlich den Vorgänger gespielt? Es gibt ja einen Vorgänger from the ashes. Okay. Ja, ja, also es gibt einen Vorgänger. Ach so, ja, das ist. Der sagt ja nur, ja, ja. Ah, ich krieg das grüne Item hier, oder? Ja, ja. Eisenschild. Altmetallkenner. Habe ich eine Trophäe bekommen. Mal schnell durchgeskippt. Ja. Gar nicht so schnell. Hi. Da sind wir schon wieder. Guten Tag. Ja, dann. Mein Kristall. Nein, meins. Auf, mein Kristall. Bitte? Dann wecken wir ihn mal auf, wa? Bleach68 im Chat schreibt, mit Brandfleck der Drache geht's am besten die Trophäe. Meinst du das mit dem Boss im Offline-Modus? Ohne Schaden zu bekommen. Brandfleck des Drachen. Ist wahrscheinlich ein Mod, oder? Nee, den Drachen wahrscheinlich mit dieser komischen, mit so einem Feuerfeld. Ach so, der Boss. Drachen. Brandfleck des Drachen. Der Drache. Ach so, Brandfleck ist der Drache. Ja, ja, genau. Es ist einer der ersten Bosse, ne? Aus Erde. Ja. Ah, ja. Und läufst du so komisch nach hinten? Wer? Wie heißt denn die Trophäe? Das weiß ich nicht. Können wir das rauskriegen? Ja, klar. Ja. Mit raufgehen und dann Viereck drücken. Dann wird ja angezeigt. Ist vielleicht aber eine versteckte. Das kann man. Mit Viereck. Damit zeigt es dir an, was du machen musst für eine versteckte Trophäe. Wirklich? Auf der Konsole? Ja. Oh, ach so. Wusstet ihr das nicht? Nee. Einen Weltboss ohne Schaden zu erleiden im Offline-Modus zu besiegen. Tatsächlich, das ist das, was mir fehlt. Nein, ich kann mir die Waffe nicht machen. RIP. Ja, die Trophäe keiner kriegt man ja was. Nicht zufällig oder so, ne? Denke ich mal. Muss erst gucken, ob der Dominik. Keiner kauft was. So, was habe ich denn? Wie gesagt, ich brauche einen Simulacrum. Geerdetes Eisen 2. Hoffe, gibt mal wieder PS5. Ja, das stimmt. Und dann Demon's Soul zocken. Ja, das stimmt. Zweimal Bestätigung hier. Ich komme, Leute, ich komme. Ja, PS5. Ich glaube, bis ich das sehe, dass es die PS5 gibt, halte ich das auch aber nur für eine Legende. Urban Legend, oder? PS5 gibt es nicht wirklich, oder? Urban Legend? Also Urban. Ja. Ich glaube, die gibt es nicht. Ja, hält sich aber hartnäckig, das Gerücht. Ja, hält sich hartnäckig. Das Gericht hält sich hartnäckig? Das Gerücht. Ja. Nein, Gericht. Es wird immer wieder Salz in das Gericht, auf das Gericht gestreut. Jupp. Dann so hält sich das länger. Schönes, gutes Meersalz. Ich sehe heute irgendwie verschwommen aus. Mein Spiegelbild ist irgendwie
Oh. Irgendwie hat sich dein Spiegelbild quasi zum Besseren verändert. Ja, kann man so sagen. Der spiegelt sich ja gar nicht mehr, der ist kaputt. Lass mal mit der Sense reinschlagen, vielleicht geht's ja besser. Aber die Sense durchgewirbelt. Vielleicht geht's dann besser. Weil wenn ich das fertig habe, dann kann ich nämlich die Story auf Raimus starten. Also die DLC-Story. Wenn ich das fertig habe, kann ich schlafen gehen. Ist ja noch voll früh, Alter. Stimmt, ja. Muss auch voll früh aufstehen, Alter. Wie viel Uhr? 4. Ah, das ist doch spät. Warum haben wir jetzt nicht so auf Niedrigkeit? Wie bitte? Ja, unser Hund, der Ach so. Startet hier wieder ein Theaterstück. macht er nicht so auf Müdigkeit, habe ich nur gehört. Auf niedlich, nicht auf müde, sondern auf niedlich. Ja, wenn man das sagt, dann macht sie das nicht. Das hört sich... Das ist ein es Geräusch, war kein Pups, es war... Ja, es hört sich aber immer genauso an. Ja. Nein, es war kein Also, auf einer einen ziehen lässt. Nein, das ist kein Pups. Ist nur ein Statement. Ein Statement zum Spiel. Doch, knurren kann sie. Was soll das für ein Knurren? Ich kann doch nicht mal fiepen. Das wird die anhängende Woche. Also ich finde, sie kann knurren. Ja, was ist denn das für knurren? Sagst du jeden Hund aus, der so knurrt? Unser Personenschutzhund. Mhm. Kampfhund. Personenschutzhund. Piep, piep. Also ihr sagt, die Geschütze helfen und der Schwarm. Die Geschütze und der Schwarm, ja. Gut, hab ich drin. Beides. Gleichzeitig. Alles. Und irgendwas, was die Mod-Abklingzeit runterdrückt. Also ich habe einen Ring drin, der drückt sie um 100% runter und ich habe einen Ring drin, der drückt sie um 25%. Aber da hast du auch dann Negativwerte irgendwas, ne? Oh, sollte ich hier rein? Ja. Ich habe dann irgendwie, weiß ich nicht, 15% geringere Schussfrequenz, aber ich habe die MP und das Maschinengewehr drin, da tut das nicht so doll weh. Ach so. Und wieder versuchen die Kinder des Kerns, Unvermeidliches zu vermeiden. Sie sehen die Wahrheit und die Sinnlosigkeit der Handlungen nicht. X, das zu vergewaltigen. Oh, man kann es nicht skippen. Ja. Ich kenne das schon. Alles wird verschwunden. Zu labern, ich will kämpfen. Ich glaube, ich brauche nur noch den Wolf und Exiltis im alternativen Kill. Den Wolf kenne ich auch nicht. Gar nicht. Den Wolf habe ich schon mal bekämpft. Die Welten und der Kern der Welten. Und geschafft. Mit Qual und Unfrieden. Ich weiß aber gar nicht mehr, was man von dem bekommen hat. Wir bringen Frieden. Das weiß ich auch nicht. Gleichheit. Die komischen Clown. Die gibt's ja über so ein kleines Glockenrätsel. Also nicht das vom Wolf, sondern. Bleach 68 schreibt: Hab die Kultistenkluft nonstop genutzt. Könnt ihr was damit anfangen? Die Kultistenkluft? Also, ist das eine Rüstung? Das ist eine Rüstung, aber die habe ich halt nicht weitergelevelt, weil ich die ganze Zeit mit Letos unterwegs bin. Was bringt die? Ist das die. Nicht, ne? Leben bringt? Nee, ich hab gar nichts. Nein, das ist die Beschwörung länger dauern lässt. Ah. Bitteschön. Ach, die Putzis sind schon da. Ich bin schon tot. Ich auch. Das ging aber schnell. Ich hab überhaupt nicht mitgekriegt. Ja, ich auch nicht. Ich habe gar nicht drauf geguckt, weil ich damit nicht gerechnet habe. Das waren jetzt 2 Treffer oder 3 Treffer. Oh, holy, holy, holy. Das
hat er uns auch noch rangesogen. Ja. Aber Dark schafft das schon. Zur Not alleine, ne? Oh, doch nicht. Den anderen würde ich vielleicht alleine kriegen. Ja. Die erste Phase. Shutter, das 100% ist Mod-Geschwindigkeit erhöhen, schreibt Bleach. Ich hab gepennt. Ich hab einfach nur gepennt. Ich auch. Ich auch. Ich war fixiert auf Mobs Niederknüppel. So. Mops, was machen wir? Mopsige Möpse. Ring der Synergie, oder wie der heißt auf Deutsch, der Teamwork um 10% erhöht und 11% schnelleres Wiederbeleben macht, wie jeden Verbündeten, der den Ring, der diesen Ring trägt. Mhm. Wäre sinnvoll. Gut an, keine Ahnung. Was du möchtest. Wie heißt das? Ring of Synergy im Englischen. Hm. Ist über dem Ring des Admirals. Also über dem, den man bei Fix kaufen kann. Ist das nicht chronologisch hier drin? Also wie man die bekommt? Nein. Admiral kenne ich nicht. Die haben eine Reihenfolge. Die sind alphabetisch geordnet. Ah, Admiral. Über den Admiral? Ja, über dem Ring der Stärke dann. Aufgeladene Nahkampfangriffe erhöhen. Nee, das war es ja nicht, ne? Ja, ich hab da den Ring der Weisen. Ja, das ist anders. Ich glaube, das ist, wie man die bekommt. Ja, glaube ich auch. Das ist halt erhöht Teamwork-Effekt bei 10%. Und hab ich nicht. Das sagt mir auch nichts. Schnellere Wiederbelebung. Das hört sich so an, als wenn das aus dem DLC ist. Nee, haben wir nicht. Kommt auch nicht rein. Schatte. Aber ich habe noch 2 Erfahrungspunkte, die sollte ich. Ah. Ich habe sogar 3. Dann rein damit. In diese Rüstungsdurchdringer. Wo war das? Das habe ich schon auf 20. Gut. Gut von mir. Dann da rein. Seid ihr schon ohne und mich der gegangen? Der eine Ring, der setzt die Schussfrequenz um 35% runter. Aber ist trotzdem nicht schlimm. Ich wäre soweit. Du kannst doch erstmal den EP-Ring Boss tun, ne? Boss ich? Bei dem Kampf. Ja, du. Ich? EP-Ring? Ring der Weisen? Oder? Der die Erfahrung erhöht. Gewonnene Erfahrung. Hier bei dem Kampf? Nee. Das bringt doch gar nichts. Ja, ist ja gut. Nein, dass er da was reinmacht, was einen besseren Effekt hat. Das hier, oder? Erhöht die Aufbaurate Mod-Energie um 100. Ja, ist ja gut. Nehme ich das rein. Verringert die Feuerrate um. Verringert die Feuerrate? Du hast doch eine Maschinenpistole, da ist es nicht so schlimm. Hm. Ja. Was ist das zweite, was du hast? Ein Scharfschützengewehr? Da ist es fatal. Na ja. Super. Beim einen juckt es nicht, beim anderen ist es die Hölle. Erhöht die maximale Ausdauer um 25% und die Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, maximale Ausdauer, ne? Erhöht nach Töten eines Gegners. Genau so steht das. Erhöht nach Töten. Reichweite. Ja, was macht der denn jetzt? Gewährt die Chance 70%, dass beim Töten diese Gegner. Nee, das brauchen wir auch nicht. Also doch, Erfahrungspunkte. Perfektes Ausweichen. Verbrauchsgeschwindigkeit? Nach Verwendung. Nahkampfstreffer. Auch nicht, erhöht nach dem Töten Gegners 7 Sekunden lang Bewegungstempo. Ja, der Kampf, alles andere, Nahkampf, aber nicht den EP-Ring, Erfahrung. Den brauchst du hier nicht. Und dann Werte passive Gegner brauchen wir auch nicht, Nahkampftempo brauchen wir auch nicht, nach Gleiten brauchen wir auch nicht. Ja, das ist das, was ich habe. Dann lassen wir das doch drin. So, ready. Warum machst du das? Du kannst auch, brauchst nur eine Sekunde sprinten und kannst dann einen auf den machen und hast dann den Effekt vom Gleiten. Aber zack. Nein, zu kompliziert. Außerdem hält das dann auch nur jede 7 Sekunden. Ich kann nicht jede 7 Sekunden gleiten.
Es reicht auch, wenn du einmal kurz den Stick reindrückst. Können wir jetzt reingehen? Sonst gehe ich schlafen. So. Oh. Ich hätte mal einen anderen Ring drin gehabt, dann wärst du jetzt nicht gestorben. Ja. Fett ist da. Oh nein. Also ich lieg hier und entspanne mich. Ach so. Oh, joi. Mann. Hä, was, wie? Ja. Ja, die Schussrate ist deutlich langsamer. Also, du machst das schon, ne? Wer? Ich glaube, das waren meine Geschütze und dein... Nein. Du musst das wiederbeleben, ne? Ja, sonst ich muss gar nichts. Na, dann mach den mal alleine. Du schaffst das schon. Das kann man auch nicht abbrechen? Ah, jetzt geht's weiter. Wo seid ihr denn? Ach, da seid ihr. Der Hund hat wieder gemerkt. Ja, der ist der Meinung, dass es auch nicht so gut läuft. Ja. Jetzt sind wir mal vorbei. Ja. Ich nehme den Ring wieder raus. Das gefällt mir nicht. Ja, aber ich habe gesagt, das ist Präferenz. Wir sind schon mal ein kleines Stück was weitergekommen. Was meinst du mit dem Gleiten? Das war was? Da kam Schaden. Aber guck mal, hier. Ist mir zu. Sven. Du musst eigentlich nur gleich. Zack. Wenn man das ein bisschen teilt, kann man. Weil ich finde es nicht mehr. Aus dem Loslaufen schon wieder rutschen. Und was gibt mir das? Bonin. Ich weiß nicht was? Welche. Du kriegst Bonus oder Bonus ist es dadurch. Wer welche? Steht doch beim Ring dabei. Ich finde ihn nicht. Wir müssen das damit schaffen. Ja, wir müssen das schaffen. Schaffen wir das. Und vielleicht schluck ich mal einen Trank. Hat der Strahlung, der Bus? Vielleicht? Ich glaube, der macht gar keine. Oder? Nee, ne? Feuer? Auch nicht, ne? Oh. Ja, dann. Ach so. Die Kugel war Elektrowiderstand auch nicht, ne? Na, gut. Nimm doch den Ring rein, dass du mehr Ausdauer hast. Was war damit? Aber dann mehr Ausdauer. Auf Kosten von was? Nein, du bewegst dich auch schneller. 25 mehr Ausdauer und 10% erhöhtes Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, auf Kosten von Erfahrung, weil du den Ring ausdauerst. Ja, gut. Weil den Erfahrungsring brauchst du im Kampf eigentlich so gut wie gar nicht. Nö, Erfahrung sammeln wir so genug, ne? Ja. Ich hab den nämlich auch nicht drin. Alles bereit, alles fertig. Ich sammle jede Tag Erfahrung. Nein. Okay. Das halte ich fein. Tag direkt einen Kopfschuss. Tag noch einen Kopfschuss. Geh weg, ich will keine. Ich will nicht von dir. Hab mir Ruhe. Jetzt hat er es aber mit mir, Alter. Bitte? Jetzt hat er es aber mit mir. Er hat seine Minions geschworen. Ja. Ah! Nein.
Tour fangen wir gar nicht erst an. Boah. Die Geschütze. Piu, 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 piu. Haben wir gut gemacht. Ich bin gerade gestorben. Was? Er hat mir noch einen letzten Gruß mitgegeben. Oh nee, dann hätte ich jetzt ja den Schädel da im Bild. Ich glaube, ich bin gestorben, aber da ist kein Schädel. Machen wir das, das schaffen wir abwechselnd auch. Dann mit dem Schwarm drauf oder kann der von jedem ich davon? Weiß nicht, ich glaube, den muss man abwechselnd machen. Ich habe meinen Schwarm jetzt. Ich. Meiner muss erst aufladen. Also kann ich nicht. Wann macht er denn auf? Wann er aufmacht? Ja. Wenn wir ihn. Also, wo ist das nächste Portal, dass wir alle zu einem gehen? Da vorne? Bauen? Kann das sein, dass die sehr viel aushalten, die kleinen Mopse? Ihr seid hier in meiner Welt. Ja. Also gehen wir raus. Also ja. War das ein Ja? Ja, ich bin dabei. Ja, scheiße, ich hab meinen jetzt auch gemacht. Nö, funktioniert scheinbar super. Was denn? Oh ja. Ich seh den Räumer nicht. Die ganzen Effekte. Ich konnte auf den nicht snipern, weil ich den mit Schadenszahlen nicht gesehen hab. Ich sehe auch nix. Jetzt zu Ende? Vor uns das? Aber wir haben gut Schaden. Schon mal gemacht. Schützt mich dann da bitte kurz. Ja. Und die Schadenszahlen ausmachen. Au. Und ich bin gestorben. Ich musste gerade die Schadenszahlen ausmachen, sonst kann ich den nicht snipern. Ich sehe den nicht mehr durch die Schadenszahlen. Au. Das solltest du nach einem. Ja. Das Glück im Versuch machen. Wir müssen raus. Ich habe noch genug Zeit. Aber es ist fertig. Was? Zeit oder nicht? Ich bin raus. Raus. Hinter euch. Liege ich. Ach so. Belebst du ihn wieder? Ja. Haben wir. Yes. Das war's. Der mit dem Phasus zu Ende. Ja. Ganz schön kurz. Wo ist das Tor? Ich hab keine Munition mehr. Ja, ich. Brauchst du rote genau. Oder? Nein, alles gut, alles gut. Raus. Okay, dann lass raus. Ich mach meinen Schwarm da drauf. Meiner kann auch drauf. Schwarm ist drauf. Doppelt. Was trinken. Schwarm und. Viel hilft viel, ne? Ah, der ist gleich down. Guck mal. Zack. Genau. Das war's. Yes. War ja ganz klar first. High five. Mhm. Super. Ganz klar first try. Aber bei dir einfach mal First Try gelegt, den Typen. Ja, da war ich auch 50% mehr wach. Ich schaff. Ist das eine andere Cutscene? Nee. Oder die von immer, ne? Ja. Jetzt wieder Flucht aus dem Gebäude. Und dann wegpaddeln. Ja, dann fasst er das Boot an, das Boot bekommt Textur
Und dann schiebt er das ins Wasser. Ja. Natürlich war das Boot vorher nicht da. Das war Deko-Objekt vorher, bis er es angepasst hat. Ja. Hat er erst in die Luft gepasst und dann war da auf einmal das Boot. So ist das gewesen. Es bekommt erst in der Nahaufnahme die Textur so nachträglich. Nur bei mir war es sofort da. Ja? Ja. Bei mir hat das jetzt aber auch sofort die Texturen. Nee, auf dem Boot. Also, wir haben gleich auch in der Nahaufnahme. Pro, sondern Slim. Katharina 84. Herzlichen Glückwunsch zum dritten Mal. Daumen nach oben. Ja, das habe ich nur noch nicht das geschafft. Und wie fühlt ihr euch, Jungs, zum dritten Mal Vater? Oder fühlt sich das anders an bei euch? Es wird zur Routine langsam, oder? Also so die Babys ploppen dann nur so raus am Ende, oder? Ja. Irgendwann. Ganz klar. Ja. Es ist nicht mehr... Ja, wenn man weiß, es wie es funktioniert, ist es echt eine andere Sache. Ja, es ist wieder... Ansonsten ist es echt eine Mauer. Es ist einfach eine Mauer. Ja. Vor der man steht und man kommt nicht weiter. Ja. Das erste Mal ist noch Aufregung und Schweiß, Blut und Schweiß und Tränen manchmal auch. Das ist eine Frustration, weil man einfach nicht weiß, warum man irgendwie bei diesem riesen Lebensbalken überhaupt nicht kein Erfolg erzielt. Das ist echt ultra fies. Mhm. Bis man dann gerallt hat, ach so geht das, dann ist das Piece of Cake, wie man im Englischen so schön sagt. Ja. Und das kann man bestimmt eleganter machen, aber das ist halt das, was ich mir aus den Informationen, die ich da im Web gesucht habe, rausgekriegt habe. Also ich habe nebenbei eine Socke gestrickt, gerade beim Boss. Ja, nee, ist klar. Und ich habe nebenbei einen Schal gestrickt. Gehärtetes Eisen habe ich nur zwei. Ja, schade, dass ich den Ring nicht drin hatte. Hätte ich 30% mehr. Aber was tut man nicht alles für Freunde, ne? Mhm. So, und jetzt kann und ich die nächste Story starten. Gibt's hier noch irgendwas? Ja, eine neue Waffe. Sturmzentrum. Elektrostatischer Schuss. Hm. Nehmen wir das doch. Hast du jetzt ein Simulacrum, das du mir vermachen möchtest? Das ist doch das, wovon man Drachenherz bekommt. Dark? Nein, leider nicht. Achso. Nee, ich auch nicht. Ach man. Nicht mal im Ernst. Ja, Leute, es war mir eine Ehre. Darauf erstmal. Bitte? So, ich glaube, wir haben die Welt von allen Träumern und Albträumen befreit für heute. Ne? Heute können wir friedlich schlafen. Das wünsche ich euch jedenfalls. vielleicht habt ihr noch Lust weiterzuspielen, macht das. Ich gehe in der Zwischenzeit träum ich was Schönes. Hör auf. Sonst muss ich dich leider erschlagen. Geht mir leider nicht mit Nahkampf. Na gut. Dann gehe ich schon mal raus. Na? Viel Spaß noch. Danke fürs Zuschauen auch, die Leute, die im Chat sind. War gut. Einige Kommentare bekommen. Ich hatte das gelesen, Bleach 68. Kultistenkluft macht 100% Modgeschwindigkeit erhöht. Das, ne? Könnt ihr euch schon mal merken. Nee? Die Kultistenkluft macht Waffenmod-Laufzeit. Wirklich? Tja. Das heißt, die Geschütze würden länger stehen bleiben und der Schwarm würde auch länger bestehen bleiben. Da streiten sich die Gelehrten jetzt. Ich gehe in mein Bettchen in der Zwischenzeit, bis sich diese Unklarheiten aus dem Weg geräumt haben. Wünsche euch eine gute Nacht und viel Spaß noch, egal was ihr noch vorhabt. So. Wir sehen uns bald wieder, hoffentlich. Jo. Macht's gut, Leute.
Danke, Dark, danke Svennemann. Danke, Katharina. Warst ja auch kurz hier. Wir hatten technische Schwierigkeiten, ein paar kleine technische Schwierigkeiten. Ja. Und Grüße auch gehen raus an Mopsi. Euer Hühnchen. Bis Shady. Dann. Shady. Ja, Shady. Shady. Also, Schatz. So. Genau. Ah. Alles klar. Macht gut. Tschüss. Und tschüss.